Guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Leute, ich warte gerade, bis dieser Livestream von Angela Merkel beginnt. Ich bin sehr gespannt, bis wann die Schule geschlossen hat oder ob die überhaupt die Schule schließen. Aber ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, dass sie die Schulen noch weiterhin schließen. Wie lange? Keine Ahnung. Aber ja, werden wir gleich alle erfahren. Aber sehr, sehr, sehr viele meinten, dass wir bis zum 3. Mai oder so keine Schule mehr haben. Naja, was heißt keine Schule? Oder eher gesagt Ferien. Wir kriegen wohl Aufgaben, aber trotzdem, dass wir halt nicht zur Schule gehen müssen. Und außerdem sind alle Bubis wieder hier. Okay. Und Kira ist natürlich auch mal wieder am Start. Und solange wir hier auf den Livestream warten, würde ich sagen, packen wir hier mal eben ein Paket aus. Und zwar, ich habe mir mal wieder was Unnötiges bestellt. Oh Leute, was kann es wohl sein? Ja! Ich habe mir noch ein Reebok-T-Shirt in rosa bestellt. Obwohl ich schon hier eins in weißblau habe, ihr wisst ganz genau, dass ich rosa liebe und ich musste mir einfach nur eins in rosa bestellen. Deswegen, komm, wir ziehen uns mal eben das rosane T-Shirt an, weil das viel geiler ist. Let's go! Ach Leute, da fühle ich mich ja schon viel wohler in rosa. Oh mein Gott, ist das dumm. Leute, nur noch 2 Minuten, dann erfahren wir offiziell, ob wir länger frei haben oder nicht. Ich fände es ehrlich gesagt nicht so nice, wenn wir länger frei haben, weil, keine Ahnung, irgendwie habe ich wieder Bock, in die Schule zu gehen. Ich weiß, sehr komisch, Leute, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Aber ich weiß halt ganz genau, wenn die uns jetzt in die Schule schicken, dass es komplett eskalieren wird. Also, ja, Leute, also die wollen den Livestream eigentlich so um 4:30 starten. Ja. Also 11 Minuten Verspätung und da sitzt jetzt immer noch keiner. Und es warten einfach 220.000 Leute. Ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja. Leute, es ist schon fast seit einer Stunde so und die wollten eigentlich vor einer Stunde schon anfangen. Aber ich würde sagen, ich stehe jetzt auf und mache irgendwas anderes, weil es ergibt keinen Sinn, die ganze Zeit zu warten. Übrigens, heute hatte ich euch ja gestern gesagt, dass heute ein richtig nices Video online kommt. Leute, ich habe euch mal wieder enttäuscht. Aber ihr habt ja, glaube ich, auch meine Insta-Story gesehen, denn ich wollte das Video eigentlich mit Laura drehen. Und ja, ich habe Laura das geschrieben. Dann habe ich das gesehen. Und dann ist sie online gekommen und hat das hier geschrieben. Und abends heißt bei ihr erst 10 Uhr abends. Ich habe halt was bestellt und das liegt jetzt einfach schon fast seit 2 Wochen in meinem Zimmer rum. Ich hoffe, ich kann morgen das Video drehen, Leute. Das wäre absolut nice. Aber heute ist mal wieder so ein Quarantäne-Vlog, nicht Quarantin-Vlog. Quarantin-Vlog und so. Okay, Leute, ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, mal nach draußen zu gehen. Ich habe ja letztens in einem Video gesehen, dass ich mal wieder so Skateboard gefahren bin. Und ich dachte mir, komm, ich habe ja noch ein Pennyboard von damals. Habe ich einfach mega Bock drauf, weil das Wetter ist auch mega nice draußen. Ich habe hier halt einfach nämlich noch mein altes Pennyboard von damals. Mega nice. Und ja, ich würde sagen, let's go. So, Leute, ich bin jetzt gerade draußen. Und ich dachte mir so, komm, ich gehe mal kurz raus, um so auf den Livestream zu warten, bis er startet. Und jetzt schreien mir gerade alle so, ja, Isabel, jetzt fängt gerade der Livestream an. Jetzt sitze ich hier mit meinem Handy. Hör jetzt zu, was sie so sagt, obwohl ich jetzt gerade eine Runde fahren wollte. Aber warum nicht? Oh mein Gott, ich bin so lange kein Pennyboard mehr gefahren. Ich bin extra jetzt irgendwo hingelaufen, wo keiner ist, weil ich ganz genau weiß, dass ich mich ablegen werde. Aber Leute, das habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Also ich war wirklich verdammt lang nicht mehr draußen. Ich meine, so richtig in der Natur war ich lange nicht mehr draußen. Leute, hier ist einfach gar keiner. Es ist einfach so nice, mal einfach so spazieren zu gehen, ohne dass hier ein Mensch in der Nähe ist. So Leute, nach circa eine Stunde warten, bis die Sonne untergeht, habe ich auch keinen Bock mehr. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich habe Hunger und erstens muss ich ja noch den Vlog für euch fertig schneiden, damit er heute überhaupt noch online kommt. Aber ich wollte eigentlich so lange warten, bis der Himmel orange ist, aber ich habe keinen Bock. Hey Leute, ich bin wieder zu Hause und ich habe gerade erfahren, dass wir einfach weitere 3 Wochen schulfrei haben. Ich finde es sehr nice, weil wenn die Schulen wieder geöffnet hätten, dann hätten wir uns alle gegenseitig infiziert. Also ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass Deutschland gesagt hätte, nee, die Schulen wären wieder geöffnet und so, aber nein. Und das wird mein heutiger Titel für dieses Video sein, weil heute leider nichts Spannendes passiert ist, Leute. Und ich hoffe, dass Laura morgen Zeit hat, ne? Wenn nicht, dann reiße ich in den Kopf ab. Und an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder meinen Daily-Vlog für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, indem ich draußen mit meinem Pennyboard rumgefahren bin. Wenn du natürlich noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Telefon ins Me Army. Es lohnt sich wirklich. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und peace out.